So, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich ganz sehr, dass wir die Ringvorlesung im Sommersemester 2022 eröffnen können. Ich will vorwegschicken, dass die Themenauswahl in ihrer Reihenfolge ganz zufällig ist. Also, dass nun Anna Staroselski, die ich ganz herzlich hier begrüßen möchte, beginnt, liegt einfach an ihrem Terminplan, der weitaus voller ist als der Terminplan, den die anderen Gäste haben, nämlich Thomas de Maizière, unser ehemaliger Bundesinnenminister, der GDL-Vorsitzende Klaus Wieselski und der Rapper und mittlerweile Bestseller-Autor Hendrik Bolz, der uns Ende Juni hier beehren wird. Ich glaube, dass unter denen Anna tatsächlich den Dichterinnen-Kalender hat und sie konnte einfach jetzt am allerbesten, und da habe ich gesagt, Anna, dann fangen wir mit dir an. Ich glaube auch sympathischer und gleichzeitig mit, ja, wie nennt man das, einnehmender kann man, glaube ich, die Reihe gar nicht starten. Ich schätze Anna Staroselski sehr, obwohl ich sie noch gar nicht so lange persönlich kenne. Anna Staroselski ist den meisten wahrscheinlich als Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion bekannt. Sie ist gleichzeitig Vorstandsmitglied des Jungforums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Im Moment studiert sie Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und ist zu einem, glaube ich, nicht unerheblichen Teil Mitarbeiterin von Linda Teuteberg, also Mitarbeiterin einer Bundestagsabgeordneten der Freien Demokraten. Wir beginnen mit einem Vortrag über jüdische Identität heute und wir tun das nach einem Wochenende, das geprägt war von Bildern, von denen wir dachten oder zumindest gehofft haben, dass sie schon lange der Vergangenheit angehört haben. Aber wir sehen in großen Städten Deutschlands wie Hannover oder Berlin, wie ein Mob von Menschen antisemitische Parolen brüllt, die ich hier nicht wiederholen möchte, die aber Angst machen. Und man sich fragt, wie jüdisches Leben heutzutage unter solchen Bedingungen möglich sein kann. Und zwar nicht nur als ein Leben, das irgendwie hier sein darf, sondern das sich selbstbewusst, frei, so entfaltet wie das Leben von allen anderen auch. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass das möglich ist. Und das tun wir auch ganz bewusst als christliche Hochschulgemeinde. Ich habe mit großem Gewinn von Tilman Tarach das Buch Die teuflische Allmacht in der letzten Zeit gelesen, was eine grandiose, aber in dieser Grandiosität sehr bedrückende Analyse der christlichen Schuld am Antijudaismus und am Antisemitismus darstellt und diesen nachzeichnet. Ich kann Ihnen das Buch nur sehr empfehlen und hat mich noch einmal sehr nachdenklich gemacht über die Frage, was wir heutzutage dazu beitragen können, dass jüdisches Leben selbstbewusst einfach sein kann, so wie alles das Leben von allen anderen auch. Den Rest überlasse ich Anna Staroselski. Ich freue mich ganz sehr, dass du hier bist. Wir freuen uns auf einen interessanten Vortrag von dir und uns allen einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein, weil ich werde gleich was zu meiner Person sagen und zu dem, was ich so mache, aber vorweg vielleicht einmal: Mir ist eben dieser Austausch sehr, sehr wichtig und ich weiß auch, dass aufgrund dessen, dass es sehr wenige Juden in Deutschland gibt, ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, dass man über jüdisches Leben spricht, dass sie auch mal lebendige Juden kennenlernen und auch Fragen stellen können und so, weil ich mir vorstellen kann, dass es immer wieder bei diesem Thema auch Fragen gibt. Und ich habe einen Vortrag vorbereitet und würde mich aber auch sehr freuen, wenn Sie Fragen haben, dass Sie auch gerne die offen stellen können. Es gibt keine blöden Fragen. Lieber ist gefragt, als dass dann am Ende noch was ungeklärt bleibt. Ich werde heute über jüdische Identität sprechen. Wie Justus Gallhufer auch gesagt hat, ich bin die Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. Zur Studierendenunion werde ich auch gleich was sagen, aber Sie müssen wissen, dass ich vor allen Dingen eben aus einer jungen Perspektive spreche, aus einer Perspektive einer Frau, die in Deutschland geboren ist, aber dessen Eltern
deren Eltern aus der Ukraine kommen und als sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Also das ist mit sozusagen Teil meiner Identität. Dieses Bild, was Sie hier sehen, das ist ein Foto, eine Aufnahme eines Auftritts von der sogenannten Eurovision. Die Eurovision sagt Ihnen vermutlich nichts, Ihnen hier hinten sagt es wohl doch etwas, das ist sehr gut. Den Eurovision Song Contest, den kennen Sie sicherlich. Und die Eurovision, das ist das jüdische Pendant. Und zwar, wie Sie sicherlich wissen, gibt es bundesweit, deutschlandweit jüdische Gemeinden. Und in diesen Gemeinden gibt es an sehr häufiger Stelle sogenannte Jugendzentren, wo junge Leute bis 18 Jahre immer wieder hingehen, sich austauschen können, es Programm eben für junge Jüdinnen und Juden gibt. Und dann gibt es eben einmal im Jahr dieses große Highlight, die Eurovision. Da kommen junge Jüdinnen und Juden bis 18 in der Regel zusammen und haben ein ganzes Wochenende lang diese Eurovision. Das Highlight davon ist die Show. Jede Stadt bereitet sich vor. Es wird gesungen, getanzt, es wird mitgefiebert. Und das ist mittlerweile ein sehr, sehr großes Event geworden und ein sehr, sehr identitätsstiftendes. Weil das ist der Ort, wo viele Jüdinnen und Juden erstmals auf Gleichaltrige treffen und sehen, ich bin endlich nicht die einzige Jüdin in der Klasse oder nicht der einzige Jude in der Schule sogar. Und es gibt so viele mehr. Und wir feiern die jüdische Identität heute und wir zelebrieren sie. Und das ist eben ein Event, was sehr, sehr wichtig ist. Die Jüdische Studierendenunion Deutschland ist die politische Interessenvertretung von Jüdinnen und Juden im Alter zwischen 18 und 35. Vielleicht kennen Sie den Zentralrat der Juden in Deutschland. Die Studierendenunion ist unter dem Dach des Zentralrats der Juden in Deutschland organisiert und wir sind sozusagen für die jungen Menschen bis 35 zuständig. Wir vertreten 25.000 Jüdinnen und Juden im Alter zwischen 18 und 35. Diese Zahl ist gemessen an den Gemeindemitgliedern in diesem Alter. Und ja, wir setzen uns eben ein für die Förderung von Demokratie, Sozial- und Rechtsstaatlichkeit und arbeiten vor allen Dingen aber auch auf zwei Ebenen. Einerseits in die jüdischen Gemeinden hinein, weil so wie Sie es sicherlich auch aus der Kirche kennen, häufig ist es schwierig, junge Menschen abzuholen und ihnen ein Angebot zu schaffen, was sie interessiert, wo sie sich repräsentiert fühlen, wo sie auch eigene Veranstaltungen organisieren können, wo sie sich auch wohlfühlen in den Gemeinden. Und das ist mit eine Aufgabe von uns, die jungen Menschen dort in die Gemeinden zu bringen und ihnen den Raum dort zu schaffen. Und auf der anderen Seite eben die politische Interessenvertretung. Das heißt, wir sprechen mit politischen Stakeholdern, also mit Landtags- und Bundestagsabgeordneten. Wir sprechen mit der Presse, mit unterschiedlichen NGOs und möchten uns dafür einsetzen, dass das Bild auch von jungen Jüdinnen und Juden sichtbar in die Gesellschaft getragen wird, dass deren Bedürfnisse Gehör finden. Genau. Also hier ist ein Beispiel, ich kann auf ein paar dieser Bilder eingehen. Das Bild hier ganz unten, das war der Jewish Women Empowerment Summit, den wir zusammen mit dem Zentralrat der Juden und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden organisiert hatten. Das war ein Wochenende, ein Event, wo nur junge Frauen zusammengekommen sind und es ging eben um ganz unterschiedliche Themen. Einerseits um auch Themen, die vielleicht nicht jüdische Frauen betreffen, also Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von Sexismus, Feminismus, dann aber eben auch, wie ist es in der heutigen Gesellschaft Frau zu sein, aber auch Jüdin zu sein. Es wurden auch Themen von LGBTQ-Ansichten und Ideen angesprochen. Und es war vor allen Dingen ein Austausch und die Möglichkeit zum Netzwerken und zum Bündnisse schaffen, weil wir festgestellt haben, dass das unter Frauen sehr häufig leider noch nicht so stark ausgeprägt ist, dass man miteinander netzwerkt und einander unterstützt und füreinander sich auch gegenseitig bestärkt. Dann, wie gesagt, wir sprechen mit den Medien, versuchen auch gegen Antisemitismus
klar zu kämpfen und auch Jüdinnen und Juden eben eine Stimme zu geben oder ihre Stimme hörbar zu machen. Und hier ganz rechts das Bild, das ist die Struktur auch der Jüdischen Studierendenunion. Es gibt in den Regionen unterschiedliche Lokalverbände, die eben vor Ort jüdische Studierende zusammenbringen und dort Veranstaltungen machen, Kulturveranstaltungen, Kampagnen und so weiter und so fort. Ja, wir sprechen über die jüdische Identität. Vielleicht das Erste, was eine Person mit dem Wort Jude assoziiert, oder wir machen es anders, was würden Sie oder was assoziieren Sie mit dem Wort Jude? Das ist einfach frei raus. Es gibt nichts Falsches. Religion. Okay. Mhm. Sie müssen nicht vorsichtig sein. Okay. Mhm. Ja, also das bildet. Oh, das ist aber schön. Okay, sehr positiv. Ja, also, ja. Musik. Musik, okay. Mhm. Also wahrscheinlich Klezmer, würde ich jetzt mal. Genau. Also, was eben wichtig ist zu wissen, ist, dass die Debatte, ob jüdisch sein, eine Volkszugehörigkeit ist, eine Nationalität, eine Religionszugehörigkeit. Diese Debatte wird seit Jahrhunderten innerhalb der jüdischen Gemeinschaft geführt. Das Jüdischsein ist nicht nur das Judentum, es ist nicht nur die Religion, weil es gibt sehr, sehr viele Juden, die sich als jüdisch identifizieren, deren Mutter auch Jüdin war oder sie irgendwo in der Familie einen Übertritt hatten möglicherweise, die aber von sich sagen würden, ich bin nicht gläubig und ich glaube nicht an Gott und ich glaube nicht ans Judentum, mir gefällt die Tradition und ich möchte sie vielleicht weitergeben. Und das zeigt, sie haben auch eine jüdische Tradition, aber sind nicht wegen der Religion jüdisch, also wenn man über die Identität heute spricht. Aus religiöser Perspektive, wo wir später gleich auch nochmal einsteigen werden, ist das anders. Aber zur jüdischen Identität heute gibt es Juden, die nicht religiös sind oder die vielleicht überhaupt nichts mit Israel assoziieren. Leute, die über die Familiengeschichte besonders ihre jüdische Identität spüren. Und übrigens in den Staatsverträgen mit den jüdischen Gemeinden steht auch, dass das Judentum oder jüdisch sein eine Schicksalsgemeinschaft ist. Also es ist auch nochmal ein interessanter Begriff, der in diesem Zusammenhang verwendet wird. Meine Eltern, wie ich gesagt hatte, kommen aus der Sowjetunion. Dort war es so, dass man im Pass unter Nationalität bei Juden Jude geschrieben hat. Das heißt, in der Sowjetunion wurde das jüdisch sein als Nationalität festgelegt. Sprechen wir ein bisschen über die Religion. Also aus religiöser Perspektive ist ein Jude ein Mensch, der von einer jüdischen Mutter geboren wurde oder der eben einen Übertritt gemacht hat. Es gibt unterschiedliche Auslegungen, es gibt die orthodoxe Auslegung oder die liberale Auslegung, aber grundsätzlich würden alle Rabbinerkonferenzen auch dieser Beschreibung zustimmen. Und hier habe ich jetzt mal einen Vorschlag gemacht für das jüdische Jahr, ein paar Feste, und würde Sie gerne fragen, ob Ihnen irgendetwas davon was sagt. Ja. Purim sagt mir was. Ja. Ich glaube, das war in der Bibel als was relativ Brutales beschrieben. Okay. Bitte? Da verteilen sich dann die Kinder so zu den Maschinen. Ja, ja. Mhm. Ja. Also da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Hat noch jemand eine Idee, was zu Purim, was Purim ist? Esther. Ja, sehr gut. Ja. Esther, genau. Gut, ganz kurz zu Purim. Die Purim-Geschichte, da geht es um, ich werde es jetzt so sagen, wieder mal um den Wunsch der Vernichtung des jüdischen Volkes. Das war unter König Ahasverosch im Assyrischen Reich sozusagen.
Und da gab es einen Haman, der war sozusagen die rechte Hand des Königs, der geplant hat, die Juden umzubringen. Und dann gab es die Königin oder später Königin Esther, die zur Frau von König Achashverosh wurde und die versteckt hat, dass sie Jüdin war. Und dann, wo es darauf angekommen ist, hat sie sozusagen ihre jüdische Identität offenbart und es ist ihr gelungen, das jüdische Volk doch zu retten. Und man verkleidet sich dort, weil man sozusagen, also weil die Juden ihre Identität versteckt hatten und jetzt leben sie sie doch wieder aus. Und es ist sehr interessant, weil Purim immer auch auf die Zeit von Karneval fällt. Also da gibt es auch an der Stelle eine Verbindung. Noch ein anderes der Feste? Sagt jemand noch was anderes? Ja? Ja, also ich kann gerne auch einmal kurz rumführen, wenn Sie das interessiert. Ja, okay. Also dann fangen wir mal an bei Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, das heißt Kopf des Jahres. Also das ist sozusagen der Jahresanfang, der wird hier gefeiert, ist meistens im Herbst. Und ja, da feiert man die Erschaffung der Welt. Das ist sozusagen der erste Tag gewesen. Dann kommt Sukkot, das ist das Laubhüttenfest, das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Da sitzt man in dieser Laubhütte und man schüttelt diese unterschiedlichen Sträucher. Auch eine interessante Symbolik an der Stelle. Es sind vier bestimmte, also es ist eine Zitrusfrucht und drei bestimmte Sträucher, die man gemeinsam halten muss und in alle Himmelsrichtungen schütteln soll. Und das symbolisiert die Vielfalt der Menschen, die zusammenkommen und die alle gemeinsam sozusagen an diesem Fest feiern sollen und man bringt sie zusammen. Also eine sehr interessante und nette Idee. Simchat Torah, das ist also Freude. Simcha heißt Freude. Freude der Torah, weil hier beginnt man sozusagen die Torah nochmal neu zu lesen. Also hat man sie einmal durch und beginnt sie wieder zu lesen und man feiert, dass man sie bekommen hat. Genau. Yom Kippur, das ist der Versöhnungstag. Vielleicht haben Sie von diesem Feiertag im Zusammenhang mit dem Halle-Anschlag gehört, weil an Yom Kippur, das ist der höchste jüdische Feiertag, der Versöhnungstag. Hier erinnert man sich daran, dass Gott den Juden die Sünde mit dem goldenen Kalb vergeben hat. Und das ist sozusagen ein Tag, wo man auch fastet und man sich sozusagen besinnen muss und ja auch Freunde und Familie und Bekannte um Vergebung bitten muss. Also es ist ein Vergebungstag auch. Dann kommt Chanukka, das ist sozusagen dieser das Lichterfest, das jüdische. Vielleicht haben Sie mal irgendwo gesehen, dass auch häufig im öffentlichen Raum so diese großen Chanukkiot, diese Kerzenleuchter gezündet werden. Das hat auch eine Geschichte, und zwar die Entweihung des Tempels durch die Griechen. Und man feiert zweierlei Sachen. Einerseits das Wunder, dass im Tempel nur noch ein Ölkrug übrig geblieben ist, der eigentlich nur für einen Tag hätte gereicht, aber er hat für 8 Tage gereicht, deswegen zündet man sozusagen 8 Tage lang diese Menorah, also diesen Chanukia-Leuchter. Und auf der anderen Seite feiert man, dass es dem jüdischen Volk gelungen ist, sich wehrhaft zu zeigen gegenüber den damaligen Griechen und den Tempel wieder zurück einzuweihen und zurückzugewinnen. Und das ist eben auch vor dem Hintergrund ein wichtiger Feiertag, als dass es hier auch um die Widerständigkeit der Jüdinnen und Juden geht. Und aus dem Grund ist es auch einer meiner Lieblingsfeiertage, weil man sehr häufig leider Juden immer mit einem Opfernarrativ verbindet. Und das ist leider nach wie vor so. Und ich glaube, dass man viel häufiger auch schauen sollte, dass man eben diese Widerständigkeit auch mal in den Blick nimmt. Und das ist ein Feiertag, an dem man das auch tut. Purim hatten wir schon kurz angesprochen. Pessach, das kennen Sie vielleicht vom Abendmahl. Das letzte Abendmahl, da hat Jesus Pessach gefeiert, wo es um Brot und Wein geht. Also an Pessach isst man zwar kein Brot, sondern diese Cracker, Mazzot. Vielleicht haben Sie die schon mal gesehen. Und man feiert den Auszug aus Ägypten. Also die Juden waren sehr lange Zeit in Ägypten und waren dort versklavt.
Und dann kam Moses und hat sie sozusagen aus Ägypten herausgeführt. Und das ist der Feiertag, an dem man das feiert. Diesen Feiertag haben wir jetzt vor kurzem auch gefeiert. Und ich finde ihn auch super schön, weil es gibt zu dem Pessach-Feiertag ein bestimmtes Büchlein, wo beschrieben wird, wie man diesen Feiertag feiern soll. Und da sitzt man mit der ganzen Familie zusammen und jedes Familienmitglied hat da auch eine Aufgabe. Man muss irgendwie manche Stellen singen oder was lesen oder dann muss man eine bestimmte Frage stellen. Und es ist generationsübergreifend und sehr, sehr interaktiv und auch ein sehr so fröhliches, lebendiges Fest, was ich eben auch sehr schön finde. Und dann hier noch, also es gibt noch andere Feiertage, aber hier zum Beispiel Shavuot, da feiert man, dass man die Tora bekommen hat, also die Tafeln, die Moses sozusagen bekommen hat. Genau, gibt es dazu schon Fragen? Sonst gerne auch später, ist auch nicht schlimm. Also vielleicht nur noch eine Randbemerkung als Zeitzeuge, bin ich alt genug, dass ich mich noch 1973 an den Yom Kippur-Krieg erinnern kann, den die Nachbarn Israels eben zu diesem Feiertag begonnen haben, in der Erwartung, dass es dann leichter wäre, den Staat Israel von der Landkarte zu tilgen. Ja, sehr wichtiger Kommentar. Dankeschön. Ja, im letzten Jahr haben wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. Ist auch interessant, überhaupt so dieses Datum, weil damals gab es noch kein Deutschland. Und Juden haben auch davor schon auf dem Boden sozusagen gelebt. Aber es gab dieses Dekret Kaiser Konstantins im Jahre 321, wo er erlaubt hat, dass Juden auch Beamte werden dürfen seit diesem Zeitpunkt. Und seither gab es sozusagen jüdisches Leben immer präsent hier und was man auch durch Quellen belegen kann. Jetzt habe ich hier ein paar Bilder für Sie aus den sogenannten Schummstädten. Sagt jemandem hier etwas dieser Begriff Schummstädte? Ja? Mainz, Worms und Speyer. Ja. Ja. Und es war geistiges Zentrum, also sozusagen ja nochmal was du vorher sagst, so Hochkultur oder wo die wo man sich überlegt hat, wie man leben möchte mit Augen. Oder wie Religion oder in dem Fall jüdische Religion praktiziert wird und genau. Philosophisch oder zum Beispiel auch Austausch. Absolut, 100 Punkte. Also die Schummstädte Speyer, Worms und Mainz, das war im Mittelalter war das tatsächlich eine Blütezeit der jüdischen Kultur, Tradition und vor allen Dingen Religion. Also dort sind Schriften entstanden zu diesem Zeitpunkt, die bis heute überall auf der Welt gelesen und studiert werden von sämtlichen Soon-to-be-Rabbinern sozusagen, das ist so die Kern, das sind die Kernquellen, die studiert werden sollen. Und was ich eben so besonders daran finde, ist, dass diese Quellen und diese Schriften wirklich auf deutschem Boden sozusagen entstanden sind. Und ich glaube, dass man bis heute wenig darüber weiß, wie relevant auch Deutschland als Standort für die Entwicklung des Judentums überall auf der Welt war. Und dass aber auch auf der anderen Seite Judentum und jüdisches Leben und jüdische Menschen vor allen Dingen genauso auch die Entwicklung der deutschen Gesellschaft sehr, sehr stark auch geprägt haben und weitergebracht haben. Später auch zur Zeit der Aufklärung ist in Deutschland auch die Neo-Orthodoxie entstanden oder das liberale Judentum. Und beides wird auch heute überall auf der Welt praktiziert und es findet eben beides auch seinen Ursprung in Deutschland. Und das finde ich eben auch sehr besonders und wichtig zu betonen, weil man häufig jüdische Geschichte mit Deutschland an erster Stelle mit der Shoah verbindet, mit dem Holocaust und weniger eben auch damit. Und ich glaube, dass es genauso wichtig ist, das mit in den Blick zu nehmen. Ja, wer sind wir, Jüdinnen und Juden in Deutschland? Also ich hatte es gerade ja schon kurz angesprochen. Wir wissen alle, es gab den Holocaust, die Shoah und es wurden sehr, sehr viele Jüdinnen und Juden brutal ermordet, was auch dazu geführt hat, dass nach der Shoah es de facto
kein jüdisches Leben in Deutschland gab. Übrigens ist dann in den 50er Jahren ja der Zentralrat der Juden in Deutschland entstanden. Und der ist damals auch entstanden mit der Absicht, Jüdinnen und Juden eine Aliyah zu ermöglichen, das heißt die Ausreise nach Israel. Das heißt, der Zentralrat der Juden wurde damals gegründet, nicht mit der Absicht, hier in Deutschland wieder jüdisches Leben aufleben zu lassen und Gemeinden zu bilden, sondern um Juden zu helfen, auszureisen aus Deutschland. Es gab dann nach dem Krieg vor allen Dingen die sogenannten Displaced Person Camps, wo Jüdinnen und Juden aus den Konzentrationslagern, in denen sie waren, zurückkehren wollten in ihrer Heimatstätten und dort wiederum vertrieben worden sind, vor allen Dingen in Polen. Und dann gab es einige Städte, die eben diese, vor allem in der Westzone damals, geschaffenen Displaced Person Camps. Und auch in Ostdeutschland gab es ein Wiederauferleben von jüdischen Gemeinden. Aber Religion hat da ja grundsätzlich nicht so eine wahnsinnig große Rolle gespielt. Und und bis zu den 90er Jahren war das jüdische Leben in Deutschland sehr mau, wenn ich das so sagen darf. Und dann übrigens auch auf Initiative vor allen Dingen aus Ostdeutschland, dann es zum Mauerfall kam, hat man gesagt, man möchte jüdisches Leben wieder beleben und wieder aufleben lassen. Und es wurden sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland eingeladen. Das waren damals 200.000 Personen und deren Nachkommen leben heute hier, sind teilweise schon hier in Deutschland geboren oder mit als junge Menschen sozusagen hierher gekommen. Ich bin auch ein Produkt davon. Und wenn man auch heute sich das jüdische Leben in Deutschland angucken möchte und vor allen Dingen schauen möchte, was ist so der kulturelle Hintergrund vielleicht von Jüdinnen und Juden, dann werde ich sagen, dass etwa 90% der Jüdinnen und Juden in Deutschland heute aus den ehemaligen Sowjetunionstaaten kommen oder einen Hintergrund von dort haben. Das ist eine enorm große Zahl. Als ich so auf so Sommerferien, Freizeitlager von der jüdischen Gemeinde gefahren bin und so, hat man überall auch Russisch gesprochen. Und es gab dann immer so dieses eine Kind, was kein Russisch kann. Aber eigentlich haben alle durch die Bank Russisch gesprochen, weil eben in der Sowjetunion das die Hauptsprache war. Und ja, mittlerweile kommen auch immer mehr Israelis nach Deutschland, vor allen Dingen so nach München und Berlin. Das sind sehr beliebte Reiseziele, auch viele nach Hamburg und bilden eben auch einen großen Teil der jüdischen Gemeinde heute. Und wenn Sie noch mehr diese speziellen Biografien interessiert, dann würde ich Ihnen auf jeden Fall diesen Link empfehlen vom Jüdischen Museum Berlin. Die haben da eine ganz, ganz tolle Online-Ausstellung auch, wo man sich tatsächlich auch mit den individuellen Geschichten auseinandersetzen kann. Ich finde es immer sehr wichtig, dass man nicht von Zahlen spricht, sondern eher von den Menschen und von der Vielfalt, die es auch da gibt. Gibt es die Möglichkeit, diese Präsentation hinterher irgendwie zu bekommen? Vielleicht. Ja. Ja. Ja, ich habe jetzt darüber gesprochen, dass es ja unterschiedliche Punkte gab, wie Jüdinnen und Juden oder ja das Judentum, die jüdische Philosophie vielleicht auch, die Gesellschaft mitgeprägt haben. Und hier habe ich mal ein paar Sachen auch an die Wand geworfen. Und zwar, und darüber können wir gerne diskutieren. Also ich lade Sie auch dazu ein, mit mir darüber zu diskutieren. Also einerseits, ich gehe mal von oben sozusagen runter. Die Idee und das Konzept von Menschenrechten. Also vielleicht kennen Sie oder haben Sie mal den Begriff Talmud gehört. Okay, das ist gut. Das ist sozusagen der Kommentar zur mündlichen Überlieferung der Tora. Also die Tora ist, es gibt da die schriftliche Überlieferung und es gibt die mündliche Überlieferung, wo man sagt, dass sie sozusagen von Generation zu Generation als Lehre weitergegeben wurde und aber nicht verschriftlicht wurde bis zu einem Zeitpunkt, wo die Juden ins babylonische Exil geschickt wurden, nachdem der zweite Tempel zerstört worden ist. Da gab es kein
ja, kein jüdisches Leben mehr in Israel. Und damals hat sozusagen die Zerstreuung begonnen und man hatte Sorge, dass die mündliche Überlieferung verloren geht. Und deswegen hat man die mündliche Überlieferung aufgeschrieben. Und einerseits gibt es die aufgeschriebene mündliche Überlieferung und dann gibt es die ganzen Diskussionen dazu, weil vieles ja auch verloren gegangen sein könnte. Und deswegen hat man die mündliche Überlieferung, die verschriftlicht worden ist, und dann die Diskussion, was könnte das bedeuten und wie war das gemeint. Und dadurch, dass sozusagen die Juden ins Exil gegangen sind, hat jeder vielleicht auch einen anderen Lehrer gehabt und es sind unterschiedliche Sachen weitergegeben worden. Und diese Diskussion, das ist der Talmud. Und dort findet auch die Auseinandersetzung mit Gesetzen und mit Vorschriften statt. Und ich meine, die 10 Gebote, die kennen Sie sicherlich auch und die sind ja ein großer Teil des Alten Testaments und das Alte Testament ist entsprechend die Tora, so wie wir sie kennen. Und ja, auch so den Umgang, den zwischenmenschlichen Umgang und das Verständnis von ein Mensch hat Rechte und Pflichten, das findet man, also den Ursprung davon findet man im Alten Testament. Das ist meine Behauptung. Darüber können wir gerne diskutieren. Ich lade Sie herzlich dazu ein, wenn Sie mögen. Dann, also man kennt vielleicht auch die Beschreibung des jüdischen Volkes als das Volk des Buches. Also im Mittelalter gab es ja jetzt, also da waren der größte Bevölkerungsanteil war jetzt nicht wahnsinnig belesen. Und das Judentum ist einfach aufgrund der Tradition und eben dieser Gebote und Verbote in seinem Ursprung trägt es Bildung in sich. Also weil, wie ich gerade beschrieben habe, der Talmud, diese ganzen Diskussionen und es gibt 613 Gebote und Verbote, an die sich Jüdinnen und Juden halten sollen, wenn sie gläubige Juden sind. Und zu wissen, wie ist dieses Gebot gemeint, was genau soll ich da tun und wie soll ich das machen, das ist alles niedergeschrieben in unterschiedlichen Schriften. Und wir haben ja vorhin über die Schummstätte gesprochen, über Quellen, die dort verfasst worden sind, also heute Quellen, aber damals Schriften. Das heißt, Bildung und die Weitergabe von Bildung und die Idee der Diskussion, der Debatte und des Lernens, das ist sozusagen dem Judentum der Religion inhärent. Debattenkultur, Dialektik habe ich jetzt schon ein bisschen gestreift. Ich finde, da ist der Talmud einfach ein sehr gutes Beispiel, weil es ist auch sehr interessant, wo ich einmal auch über den Talmud gesprochen habe, wurde ich gefragt, ja, was steht denn am Ende sozusagen, was ist denn der Outcome? Also, und im Talmud selbst geht es eigentlich nur um die Diskussion. Also dort werden unterschiedliche Meinungen dargestellt. Der eine Rabbiner sagt das, der andere Rabbiner sagt was anderes. Und am Ende, man kommt nicht unbedingt zu einer Lösung, weil es geht darum, dass es unterschiedliche Ansichten gibt. Und das ist eben auch eine sehr interessante Sache an Talmud. Was ist dann nur das bis zu einem gewissen Punkt erfasst oder ist es etwas Lebendiges, wird es ergänzt? Ja, sehr gute Frage. Also der Talmud ist an sich so abgeschlossen, aber dadurch, dass die Zeit sich ja immer weiter entwickelt und auch neue Fragen aufkommen, die mit der modernen Welt in Verbindung stehen, gibt es immer wieder Schriften, auch wiederum von Rabbinern der heutigen Zeit und Beschlüsse sozusagen, die sie fassen, die auch von so Rabbinatsgerichten bestimmt werden, die als Grundlage für die heutige oder fürs heutige Leben gelten. Und es ist halt meistens aber auf der Basis vom Talmud. Also man schaut sich das an. Ein gutes Beispiel wäre Schabbat. Kennen Sie Schabbat? Sagt Ihnen das was? Also das ist sozusagen der Samstag, der Ruhetag im Judentum. So bei den Christen ist es ja der Sonntag, bei den Juden ist es der Samstag, weil die Woche beginnt am Sonntag. Und der Samstag ist sozusagen der 7. Tag, auch der Erschaffung der Welt. Und am 7. Tag hat Gott geruht. Deswegen sollt ihr ruhen. Das ist ja sozusagen der Appell von Gott an die Menschen. Und es gibt zum Schabbat gibt es 39 Arbeitsverbote. Und eines dieser Arbeitsverbote ist zum Beispiel das Anmachen von Licht oder das Nutzen von Technik. Und ja.
Also Handys, Laptop, also wenn man es orthodox zum Beispiel auslebt, das ist sozusagen, das gehört dazu. Kein Licht anmachen, keine Laptops benutzen, nicht Fernsehen, nicht Handy benutzen. Man kann sehr, sehr viele andere Sachen tun. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Das habe ich auch ein paar Jahre lang gemacht und gelebt. Genau, und woher kommt das? Das kommt daher, dass diese 39 Arbeitsverbote stammen von Arbeitshandlungen, die man gebraucht hat, um den tragbaren, um das Stiftzelt aufzubauen. Stiftzelt, sagt Ihnen das vielleicht was? Also als die Juden durch die Wüste marschiert sind, hatten sie so einen tragbaren Tempel. Und dieser tragbare Tempel, das ist das Stiftzelt. Und sie sind ja immer wieder dann mal stehen geblieben und haben ein Päuschen gemacht und mussten dann diesen Tempel aufbauen, diesen tragbaren Tempel, das Stiftzelt. Das war ja sozusagen der Ort Gottes in Reihen des jüdischen Volkes. Und dazu hat zum Beispiel gehört, Feuer machen. Ja? Und nach heutiger Auslegung sagt man dann, okay, man durfte damals kein Feuer zünden und wenn man heute Licht anmacht, dann gibt es dort auch einen Funken, der sozusagen zum Licht wird. Und deswegen ist sozusagen da die Ableitung, okay, damals durfte man kein Feuer zünden und heute soll man kein Licht oder keine Technik machen, weil das sozusagen einen Kreislauf bildet. Und bei all diesen Arbeitsverboten an Schabbat geht es um die Schaffung etwas Neuen. Also zum Beispiel soll man nicht schreiben, weil man schafft etwas Neues. Man soll nicht nähen, weil man schafft wiederum etwas Neues, wenn man zwei Sachen zu einer macht. Das gibt es noch. Kochen soll man nicht, weil man wiederum sozusagen den Zustand von zum Beispiel etwas Hartem zu was Weichem macht oder so. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt zum Beispiel so eine Wärmeplatte, wo man dann Sachen draufsteht, man kann trotzdem warmes Essen essen und schmeckt super, also keine Sorge. Aber das ist sozusagen die Idee, weil Gott hat an 6 Tagen die Welt errichtet und am 7. hat er geruht. Und was bedeutet Ruhe? Weil er hat ja 6 Tage lang geschaffen und am 7. hat er nichts geschaffen, er hat nichts Neues kreiert. Und so sollt ihr sozusagen, ihr jüdisches Volk, sollt auch nichts Neues kreieren. Also daher kommt es. Das war jetzt eine sehr lange Ausführung, aber ich glaube, das erklärt so ein bisschen. Gut. Ja. Ist, ja. Ja. Guter Punkt, stimmt. genau. Ist nicht auch irgendwie so Reisen oder sowas, oder dass man eine bestimmte Anzahl an Schritten erfüllt? Ja. Genau, also weil es ging darum, dass man sozusagen die Stadt, in der man ist, soll man an Schabbat nicht verlassen, weil man sich dann irgendwie auch auf eine Reise begibt. Und also das, wie genau das ist, das. Also bestimmte Schritte glaube ich nicht, dass das das Problem ist, weil man soll auch ruhig spazieren gehen und ewig lang und wie man will. Aber ich glaube, es geht tatsächlich um das Reisen an einen neuen Ort. Genau. Zum Schabbat müssen alle angekommen sein. Okay, gut. Ja, hey, danke schön. Ja, genau. Noch einen Punkt will ich vielleicht hier von erwähnen, und zwar Körperhygiene. Wie mache ich das jetzt? Jetzt haben sie mir das schon hier meine super Überleitung weggenommen. Okay, das zweite Bild von links. Das ist die in Europa älteste erhalten gebliebene Mikwe. Und die Mikwe, das ist ein Ort der rituellen Waschung. Zum Beispiel Frauen müssen das einmal im Monat nutzen, Männer häufig auch vor den Feiertagen. Und hier geht es nicht um einfach so Körperhygiene, sondern hier geht es um die rituelle Waschung. Jetzt ist aber so, ich hatte vorhin gesagt, 613 Gebote und Verbote. Und natürlich gehört da auch dann entsprechend die Mikwe dazu. Und die Gebote um die Mikwe herum sind, bevor man in eine solche Mikwe geht, muss man sich körperlich reinigen. Man muss einen sauberen Körper haben, bevor man in eine rituelle Reinigung geht. Und im Mittelalter, das war eine Zeit, wo die meisten Leute wenig von Körperhygiene gehalten haben, oder das war einfach, hat man halt nicht so gemacht.
Und Juden, also vor allem Festen zum Beispiel, muss man sich reinigen. Und also auch gläubige Juden waschen sogar, machen so rituelle Reinigungen ihrer Hände auch jeden Morgen. Plus, bevor man Brot isst, muss man auch seine Hände reinigen, weil Brot ist was Heiliges und man soll es nur mit reinen, sauberen Händen anfassen. Also das heißt, die Idee von Körperhygiene und von Pflege ist auch sozusagen in der religiösen Praxis inhärent und dort sehr, sehr wichtig. Und vielleicht haben Sie von dieser antisemitischen Verschwörungserzählung gehört, dass im Mittelalter die Juden die Brunnen vergiftet hätten. Weil es gab die Pest und es ist tatsächlich so, dass Jüdinnen und Juden weniger betroffen waren davon. Einfach weil sie sich waschen mussten. Also das finde ich eben ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Monotheismus ist, glaube ich, eh klar mit Abraham. Danach kommt ja sozusagen also Ismael, dann der Islam, der daraus entstanden ist. Und Jesus war ja ursprünglich auch mal Jude. Und dann ist sozusagen davon auch das Christentum entstanden. So, wenn Sie jüdische Philosophie interessiert, kann ich Ihnen eine Seite empfehlen. Da können Sie gerne reinlesen. Noch ist sie auf Englisch, aber mittlerweile gibt es auch, glaube ich, schon an mancher Stelle ein paar deutsche Sachen. Dort gibt es zu allem Möglichen, also hier auch Themen, wo Sie wirklich interessante Quellen, Literatur, Texte, moderne oder eben wirklich auch aus dem Mittelalter und so weiter finden. Können Sie sich gerne mal einlesen, ist super interessant. Sepharia heißt die Seite. Sepharia, genau. So, jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber eigentlich wollte ich mit Ihnen so ein bisschen einen philosophischen Diskurs ausprobieren, wie man das in so einer jüdischen, talmudischen Schule macht. Und zwar nimmt man sich dort einen Satz vor und versucht ihn durchzudeklinieren in alle möglichen Richtungen, sich zu überlegen, was möchte mir dieser Satz sagen und was gibt es, warum wurde hier dieses Wort gewählt und nicht ein anderes. Und das würde ich gerne mit Ihnen mal an der Stelle versuchen. Die Quelle für diesen Satz sind die sogenannten Sprüche der Väter. Ich glaube, das gibt es auch im Christentum, weiß ich nicht. Sprüche der Väter? Aber das ist das nicht. Okay, dann vielleicht nicht. Also das ist sozusagen eine Schrift, die vor allen Dingen auf zwischenmenschliche Beziehungen oder sich um dieses Thema dreht. Und ja, also Justus, mein Vortrag wird vielleicht ein bisschen länger dauern. Okay, ich würde das gerne mal mit Ihnen probieren, wenn Sie mögen. Also dieser Satz, was ist sozusagen, also normalerweise in dieser jüdischen Philosophenschule, man fängt ganz, ganz auf der Basis an und dann steigt man immer tiefer ein. Vielleicht können wir mal direkt beginnen. Was soll der Satz überhaupt grundsätzlich sagen? Ja? Also ich hätte im ersten Moment gesagt, dass es halt darum geht, möglichst viele Perspektiven auszuprobieren. Das ist schon Level 2. Also das ist schon Level 2. Vielleicht erstmal nochmal, was, also so ganz, ganz basic, was sagt dieser Satz aus? Dass ich was tun soll. Was genau? Lernen. Dass Lernen wichtig ist. Das ist auch schon Level 2. Ja? Erstmal, den Lehrer überhaupt was mitteilt, sozusagen. Nochmal? Den Lehrer, der überhaupt erstmal was mitteilt. Das ist auch schon Level 2. Sie wollen also direkt all in gehen. Also das ist auch wichtig, dass man jeden Schritt durchgeht, weil man kann nur wirklich weiter in die Tiefe gehen, wenn man total mit jedem einzelnen Wort was macht. Ich muss mal beginnen mit hartem Vertrauen. Das auch, das sogar vielleicht schon Level 3. Okay, Level 1. Ich schaff es nicht alleine. Das ist schon alles interpretiert. Sagen Sie mal, haben Sie keine Interpretation in der Schule gemacht? Also, Level 1 ist... Lehrer. Genau. Wir brauchen Freund. Ja. Und soll alles gut sehen. Oder alle Menschen gut sehen. Ja, genau. Vielen Dank. Ja. Ja. Also man braucht... Dieser Satz sagt mir, ich brauche einen Lehrer, ich brauche einen Freund
Und ich soll das Gute in den Menschen sehen. Ja, das ist Level 1. Jetzt gehen wir Level 2. Was? Wie? Genau, aber was ist, und zwar bei Level 2 machen wir immer sozusagen bis zum Komma. Ja, machen wir erstmal, verschaffe dir einen Lehrer. Okay, ja, das ist gut. Ja, weiter in die Richtung. Auch noch bei diesem Text, also bei diesem Satzabschnitt. Okay, mhm. Okay, ja, sehr gut. Okay, ja, super. Jetzt probieren wir mal die jüdische Methode davon. Und zwar, wir gucken uns jetzt mal zwei Wörter an. Und zwar verschaffe und Lehrer. Was soll Lehrer sein? Warum heißt es nicht Rabbiner? Warum heißt es nicht irgendwie Gelehrter? Warum heißt es nicht Freund an der Stelle? Hätte ja auch sein können. Warum Lehrer? Es geht darum, jemanden zu finden, der einem etwas beibringen kann. Sehr gut, exakt. Genau, ja? Es gibt ja, man kann ja, Lehrer kann ja verschiedene Methoden sein. Es kann ja der Wendelehrer aus verschiedenen Sichtweisen sozusagen. Okay, ja, sehr gut. Was hat das noch mit diesem Lehrer auf sich? Der von einer Seite die Sache irgendwie mehr weiß als ich. Genau, ja. Sehr gut. Es geht darum, eine Person, die mich etwas lehrt. So, und jetzt gehen wir mal zu dem Wort verschaffe. Du hattest das, Entschuldigung, Sie hatten das schon so ein bisschen angedeutet. Das war sehr gut. Diesen verschaffe, warum verschaffe? Ja, weil man sich jemanden suchen muss, der einen belehrt, zu dem praktisch das persönliche Verhältnis auch passt. Ja. Also es ja. Gibt verschiedene Möglichkeiten, Lehre zu praktizieren. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass jede Person, die lehrt, auch zu jeder Person passt, die von dem Lehrer etwas oder der Lehrerin etwas lernen möchte. Ja. Und deshalb muss man genau. Möglicherweise ein wenig danach suchen. Ja, genau. Vor allem dieses danach suchen. Das ist was Aktives. Ja. Es ist meine Aufgabe, einen Lehrer für mich zu finden. Das ist jetzt der erste Teil des Satzes. Ja? Also so kann man, das ist so ein Beispiel dafür, wie krass man das so auseinanderdröseln kann. Gehen wir weiter. Es muss auch jeder für sich machen. Genau, sehr gut. Ja, sehr gut. Und also ich würde jetzt gerne mit Ihnen ein Stückchen weitergehen, weil das kann man den ganzen Abend machen. Und es gibt super viele Sachen, die man allein in diesem kleinen Satzteil sehen kann. Auch verschaffe dir einen Lehrer. Warum einen? Warum nicht zwei? Also wissen Sie, was ich meine? So, man kann richtig tief und immer tiefer gehen und sehr, sehr viel daraus sehen. Gehen wir mal weiter. Erwirb einen Freund. Erwirb einen Freund. Ja? Was fragen Sie sich bei diesem Teil? Also ich habe jetzt gerade gedacht, verschaffe und erwirb, das ist für mich ein Unterschied. Also verschaffe ist quasi, ich brauche jetzt und dafür muss ich halt, keine Ahnung, im Zweifel was zahlen oder jemand oder irgendwie, das klingt für mich ein bisschen aggressiver und erwirb ist halt, wo ich frage, was ich halt nie einfach mir nehmen kann in Gegenleistung, sondern wo ich was... Es ist ein Investment. Ja. Ne? Man muss investieren in Freundschaften. Und das kann finanzieller Art sein oder das kann meine Zeit sein, das kann meine Geduld sein, das können meine Nerven sein. Es ist nicht einfach, sozusagen eine Freundschaft zu haben, sondern man muss einen Freund erwerben und bereit sein, sich oder alles mögliche andere zu investieren. Also das ist sozusagen das. Dann gehen wir mal jetzt zu dem letzten Teil. Beurteile alle Menschen nach ihrer guten Seite. Was fällt Ihnen dazu ein?
dass zwangsläufig ich immer auch die anderen Seiten kennenlernen werde, aber es ist meine Aufgabe, das zu sehen, was sie an Guten einbringen und mir auch geben. Okay. Das zu sehen. Ja, kann sein, ja. Ja. Was mich alles negativ sehen soll. Okay. Also das, ja, und da noch weiter. Genau das, aber noch weiter. Nicht lästern oder das Tratschen. Okay, das ist schon Level 5, aber gut. Ja. Genau, auch richtig, ja. Ich finde das Wort Beurteile sehr spannend, weil es ja auch irgendwie was Wertiges ist und die Wertung kriegt hier nochmal eine Richtung. Ja, exakt. Ja, genau so. Das ist so das, was Sie schon angedeutet haben und dann jetzt noch ein bisschen weiter. Also beurteile alle Menschen nach ihrer guten Seite. Das bedeutet, okay, das heißt, man geht eh davon aus, dass die Menschen urteilen. Und jetzt hat man die Verantwortung oder die Aufgabe bekommen, nach der guten Seite zu urteilen. Ja, also es ist sozusagen eine Herausforderung auch, selbst wenn zum Beispiel die Freundin, mit der man heute irgendwie endlich mal zusammen Zeit verbringen wollte, hat jetzt zum 100. Mal abgesagt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja? Und dann halt jetzt aktiv, nein, ich muss jetzt wirklich versuchen, das Gute darin zu sehen und Verständnis zu haben und sie nicht zu verurteilen, sondern das Gute an der Stelle zu sehen. Also das ist auch ein wirklich anstrengender Prozess, ne? Die Menschen nach der guten Seite zu richten. Also wenn man zum Beispiel auch sieht, dass jemand irgendwie tut etwas und es sieht aus, als könnte das was nicht Koscheres sein, sag ich mal. Trotzdem hat man dann als Mensch an der Stelle die Verantwortung, nein, ich muss jetzt gucken, was könnte das Gutes sein, was er oder sie an der Stelle macht. Also es ist meine Verantwortung, dass ich die Menschen nicht verurteile im Negativen, sondern aktiv im Guten. Ja, sehr gut. Toll. Schwierig. Genau, sehr gute Frage. Wie kann man alle Menschen nach der guten Seite richten? Was ist mit Verbrechern? Was ist mit Terroristen? Was ist mit Mördern oder sonst wie? Wie kann man alle Menschen nach der guten Seite richten? Und da kann ich auch was zu sagen. Und zwar zur Zeit des Tempels gab es einen sogenannten Beit Din, also das höchste Gericht sozusagen. Und es musste eine ungerade Zahl haben, weil damit es sozusagen bei der Abstimmung über einen Fall nicht zu Gleichstand kommen kann. Und wenn das Gericht einstimmig eine Verurteilung beschlossen hat, dann wurde der Mensch trotzdem freigelassen, weil man gesagt hat, es kann nicht sein, dass man nicht eine einzige gute Sache findet an der Person, dass die Person verurteilt wird. Also das heißt, selbst da war die Verantwortung so groß, dass man immer irgendwie die gute Seite sehen kann. Ja. Und alle, bezogen auf die Menschen, die man jetzt mit denen man einfach so wenig zu tun hat, dass man normalerweise, ich weiß nicht, ob man immer automatisch ein Urteil über Menschen fällt oder dass ich halt einfach nie an den Punkt komme, dass ich ein Urteil über die fälle. Dann sind sie ein Heiliger. Aber ich würde schon sagen, dass man grundsätzlich Menschen, also es geht ja eher um Taten, ja, also dass ein Mensch macht eine Tat und man verurteilt diese Tat oder das beeinflusst irgendwie das Bild über die Person. Ja. Gut, gehen wir weiter, weil sonst haben wir ja echt keine Zeit mehr. Aber es war einfach nur so ein Versuch, Ihnen das mal so ein bisschen zu zeigen, wie das in so den ganzen Talmud-Schulen läuft und wie man da sozusagen mit der Lehre umgeht. Ja? Waren die denn alle? Das heißt eigentlich, man kann eine Verurteilung von irgendwelchen Menschen grundsätzlich im Vorhinein ist ja quasi in dem Sinne ausgeschlossen. Das geht ja auch nicht. Doch, es passiert, aber man wird sozusagen dazu ermutigt, das Gute zu sehen. Ja, also es ist, ich meine, hier geht es um zwischenmenschliche Beziehungen, also Pirkei Avot, dort die Quelle. Das ist sozusagen ein Ratgeber für, wie kann ich an mir arbeiten, um ein guter Mensch zu sein. Und das sind sozusagen, in diesem Satz hat man drei Sachen, die einem empfohlen werden, wenn du an dir arbeiten willst und ein guter Mensch sein willst, dann mach diese Dinge. Und dann bist du auf einem guten Weg.
So. Also wenn wir das nicht ganz komplett auseinandernehmen, ob man sich den Drang versteht, daran weiterzugehen, beurteile alle Menschen nach ihrer guten Seite, heißt für mich nicht unbedingt, dass man die schlechten Seiten eines Menschen, die man ja auch kennenlernen kann, komplett ignoriert. Ja, also ja. Das wäre, wenn man das verabsolutieren würde, durchaus eine Herausforderung, zum Beispiel Reinhard Heydrich allein nach seiner zu suchenden guten Seite ja. Zu beurteilen. Auf der anderen Seite ist es aber eben, also das man beiseite, wenn man den Spruch insgesamt sieht, dann ist es natürlich einfacher, einen Freund zu erwerben, wenn ich den Menschen, den ich als Freund erwerben will, hauptsächlich nach seiner guten Seite beurteile, weil andernfalls würde ich nämlich im Alltag permanent an der Person rumkritisieren und rumkritteln und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person, bei der ich permanent Kritik übe und immer nur das Schlechteste bekomme, vom Hölzchen aus Stöckchen komme, zum Freund gewinnen werde, wahrscheinlich gering. Ja. Ja, klar, also es ist, also all diese drei Aspekte, die ja am Ende ein Satz sind, das heißt irgendwo auch zusammengehören, da könnte man auch nochmal, das eine ist der Inhalt, das andere ist die Form und so, darüber kann man auch noch viel, viel diskutieren, ob das irgendwie auch miteinander zusammenhängt, kann ein Freund auch ein Lehrer sein und so weiter, ja. Noch ganz kurz, das war jetzt einfach nur ein Beispielsatz, oder ja. Ist das eine Grundeinstellung? Nee, es gibt noch so viel mehr. Die Seite, die ich Ihnen vorhin, hier, da finden Sie lauter solche Geschichten. Das war einfach nur ein Beispielsatz, weil ich den einfach sehr gut finde und sehr interessant finde. Und ich finde, an ihm kann man sehr, sehr gut sehen, wie viele Möglichkeiten es der Interpretation gibt, obwohl es einfach nur ein paar Wörter sind an der Stelle. Genau. Gedruckt hat der Talmud, der babylonische Talmud, etwa dieses Format. Ja. Der Höhe und der Tiefe und da können Sie sich vorstellen, dass Sie ja. einige Zeitungen lesen können ja. und weitere Sätze finden. Genau. Aber das ist nicht aus dem Talmud, aber genau. Ja. Genau, das stimmt. Ja. So, wir sprechen ja über Herkunft und ich möchte gerne auch Thema Israel erwähnen. Und vielleicht wissen Sie auch historisch schon einiges dazu. Ich würde gerne ein paar Punkte an der Stelle auch erwähnen. Also, in der Tora ist die Rede von Am Israel. Das ist das Volk Israel. Das kommt daher, dass, vielleicht kennen Sie die Geschichte, dass Jakob an einer Stelle mit einem Engel kämpft und er ihn dann verletzt und dann erhält er den Namen Israel. Und Jakob ist dann später auch der Vater der 12 Söhne und 12 Stämme Israels, die dann später sozusagen in das Land Israel reingehen und dort auch das Land unter sich sozusagen aufteilen. Also er ist der Vater der 12 Stämme Israel und daher kommt auch das Volk Israel. Das Wort selbst kommt in der Tora 2507 Mal vor, was zeigt, dass das durchaus eine Relevanz hat. Und genau, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, bei Pessach, Auszug aus Ägypten, das jüdische Volk geht 40 Jahre durch die Wüste. Wo läuft es eigentlich hin? Es läuft nach Israel, das ist das Ziel. Und warum sind sie 40 Jahre in der Wüste? Eine der Auslegungen ist, dass es eine Generation gebraucht hat, dass man aus der Mentalität der Sklaverei zu einem freien Menschen wird und dass eben diese 40 Jahre gedauert hat, bis die Menschen lernen, sich aus der Sklaverei auch nicht nur physisch, sondern auch mental zu befreien. Es gab dann das Nordkönigreich Israel und das Südkönigreich Judäa. Es gab dann den ersten Tempel, den zweiten Tempel. Ich hatte vorhin über die Tempelentweihung was erzählt. Und schließlich zerstören die Römer dann den zweiten Tempel. Und dort, wo der Tempel auch steht, wird die Provinz Judäa zu Palästina umbenannt. Und da findet sozusagen erstmals überhaupt dieser Begriff eine Bedeutung. Es ist ein wahnsinnig schneller Ritt durch die Geschichte. Also wenn Sie das interessiert, lesen Sie sich gerne ein. Heute ist leider wirklich nicht die Zeit dazu. Also es kommt dann zum Osmanischen Reich und etwa zu dieser Zeit kommt es auch zur
Entstehung und Entwicklung des Zionismus. Zion, das Wort, das ist die Bezeichnung für den Tempelberg. Und das ist sozusagen der Wunsch nach einer jüdischen Heimatstätte. Und das kommt übrigens auch daher, vielleicht sagt Ihnen Theodor Herzl was, dass es überall auf der Welt durch die Geschichte zu Pogrom, zur Vertreibung, zur Vernichtung von Juden kommt. Und er auch sagt, vor allen Dingen im Zuge dessen, dass sehr viele Juden auch immer den Wunsch hatten, Teil der Gesellschaft zu sein, sich zu integrieren, zur Gesellschaft beizutragen. Und selbst die Assimilation hat nichts gebracht. Und selbst dann gab es Antisemitismus übelster Art. Und dann kommt er zu dem Entschluss, wir brauchen eine jüdische Heimatstätte, weil wir Juden, wenn wir keine eigene Heimstätte haben, werden wir immer weiter von Antisemitismus betroffen sein. Und hier haben wir einen sicheren Hafen sozusagen, wo wir zurückkommen können und wo wir sicher leben können. Genau, 1897 ist dann der erste Zionistenkongress, den Theodor Herzl dann an der Stelle auch leitet. Jetzt kommt ein Punkt, den ich sehr relevant finde, weil sehr häufig auch gesagt wird, dass Israel aufgrund des Holocaust entstanden ist. Und hier sehen wir, dass es die Bestrebungen, einen jüdischen Staat zu errichten, schon deutlich vor dem Nationalsozialismus in Deutschland gab. Es gab zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg die sogenannte Sanremo-Konferenz, wo die Alliierten des Ersten Weltkriegs zusammengekommen sind und die gesamte Region, das Osmanische Reich, unter sich aufteilen wollten. Und so ist das britische Mandatsgebiet Palästina entstanden. Ich habe auch gleich noch mal eine Karte, wo man das noch mal besser sieht. Aber eben diese Sanremo-Konferenz von 1920 hat sozusagen das britische Mandatsgebiet Palästina überhaupt erst mal geschafft. Dort wurde dann auch noch mal die Balfour-Deklaration, ihr wurde zugestimmt. Die Balfour-Deklaration habe ich auch hier, die sehen wir auch gleich. Und genau, später kommt das dann zum UN-Teilungsplan nach der Shoah, die Resolution in der UN, die dann beschließt, dass es Israel geben soll. Den Teilungsplan habe ich auch gleich nochmal hier, das ist erstmal nur die Abfolge. Und schließlich wird Israel am 14. Mai 1948 ausgerufen. Das führt dazu, dass 700.000 bis 750.000 Araber fliehen aus dem Gebiet und aus der Region. Und gleichzeitig werden 850.000 Juden ungefähr aus den arabischen Ländern vertrieben. Und zwar selbst, wenn sie nicht selber gehen wollten, sondern und auch seit über 2000 Jahren in vielen dieser Länder gelebt haben. Genau, also hier ist hier dieses britische Mandatsgebiet, hier auf der linken Seite, das ist sozusagen das, was den Briten zugekommen ist. 23 sollte die rote Region dann Jordanien werden und dann blieb sozusagen nur noch das blaue Stück als Teil des britischen Mandatsgebiets übrig, weil der rote Teil an Jordanien übergeben wurde. Und hier auf der linken Seite sehen wir den UN-Teilungsplan. Das war der Vorschlag der UN, der von den Ländern sozusagen abgestimmt worden ist und der eben diese Gebiete vorschlagen sollte. Die blauen Gebiete, das sollte Israel, oder das sollte ein jüdischer Staat sein. Und die orangenen Gebiete sollten ein arabischer Staat sein. Und hier sehen wir in Jerusalem, das sollte eine internationale Zone werden, weil das eben eine sehr für alle wichtige Städte ist. Und das war sozusagen der Vorschlag. Und Israel hat gesagt, ja, wir stimmen da, oder also die Juden haben gesagt, wir stimmen da auf jeden Fall zu und wir wollen das machen. Und die arabischen Länder haben gesagt, wenn das umgesetzt wird, kommt ein Krieg. Und so ist es gekommen. Also Israel hat die Unabhängigkeit erklärt und wenige Tage darauf kam es zum Krieg. Und Israel konnte sich verteidigen und dann eben einige Gebiete weiter sozusagen ergattern.
Und jetzt hier auf der rechten Seite sehen wir eben das Gebiet, was sich dann nach dem Krieg auch verändert hat. Gaza ist übrigens auch an die heutigen Palästinenser auch abgegeben worden und genau, gehört nicht mehr dazu. So, das ist ein interessanter Artikel, weil hier eben The Palestine Post steht. Und das ist, also dieser Artikel handelt eben auch von der Sanremo-Konferenz, weil es damals noch kein Israel gab. Das ist 1920 gewesen und damals gab es das britische Mandatsgebiet Palästina. Und hier ist eben die Rede davon, dass der jüdische Staat geboren ist. Und zwar auf der Sanremo-Konferenz wurde die Balfour-Deklaration bestätigt. Das ist die Balfour-Deklaration. Und zwar, das war's schon, das ist die ganze Deklaration, mehr ist es nicht. Das war nämlich ein Brief des damaligen Außenministers, des britischen Außenministers, an einen der im Zionistenkongress aktiven Menschen, und zwar Baron Rothschild, wo versprochen wird, also der britische Außenminister hat dem Zionistenkongress an der Stelle versprochen, dass es eine jüdische Heimstätte geben wird. Und das ist sozusagen das Originaldokument hier von 1917. Und die Briten sagen hier an der Stelle zu, dass es einen jüdischen Staat geben wird. Und das war noch vor dem Zweiten Weltkrieg, das war noch vor der Shoah. Das finde ich eben sehr wichtig auch zu wissen. Ja, und jetzt kann man sich die Frage stellen, Herkunft, Heimat, spielt Israel da eine große Rolle oder nicht? Und die Antwort ist ja und nein, weil also zum Beispiel für mich ist Israel ein großer Teil meiner Identität und auf jeden Fall sehr wichtig und ich habe schon das Gefühl, dass das im schlimmsten Fall ist das der Ort, an dem ich mich als Jüdin sicher fühlen kann. Allerdings gibt es sehr, sehr viele Juden, die überhaupt keine Beziehung zu Israel haben und das ist auch okay. Also ich spreche kein Hebräisch, ich habe keinen israelischen Pass, ich bin in erster Linie deutsche Staatsbürgerin und fühle mich hier auch wohl und gut. Und da sind eben die Meinungen auch ganz unterschiedlich. Und jetzt ist das eine sozusagen das Land Israel und das andere die israelische Regierung. Und die israelische Regierung kann wie jede andere Regierung auf der Welt auch für bestimmte Entscheidungen kritisiert werden. So funktioniert das in einer Demokratie. Und da, glaube ich, schaffen es viele nicht, sozusagen die Unterscheidung zu treffen. Und eben bei der Frage Herkunft, inwiefern das eine Rolle spielt. Also ich würde sagen, gerade auch aus einer religiösen Perspektive, jedes einzelne Fest, das man feiert, ist die Weitergabe der jüdischen Tradition, der Geschichte des jüdischen Volkes, die unmittelbar mit Israel zusammenhängt. Im Gebet, in dem täglichen Gebet, redet man auch davon, dass sozusagen Israel wieder errichtet werden soll. Das heißt, in der religiösen Perspektive auch da spielt Israel schon eine Rolle. Aber wie gesagt, es gibt keine hundertprozentige Antwort darauf und das ist für jede Person sozusagen unterschiedlich und die in Deutschland lebenden Juden sind keine Israelis, die in England oder Russland oder sonst wo lebenden Juden sind keine Israelis, haben mit Israel auch in erster Linie als Staatsbürger überhaupt nichts zu tun. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man die Unterscheidung macht, dass es Juden gibt, es gibt Araber, es gibt Drusen, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Ethnien, die in Israel leben. Das sind Israelis, sie haben dort ein Recht auch zu wählen und es sind Staatsbürger. Und es gibt Juden überall anders auf der Welt und sie sind keine Israelis, sondern in erster Linie Juden in eben einem anderen Land. Da müssen wir jetzt auch leider drauf eingehen noch. Justus Geilhufe hat vorhin gesagt, dass es jetzt auch am Wochenende wieder zu antisemitischen Ausschreitungen kam. Und ich denke, wenn man über jüdische Identität spricht, dann ist das leider ein Aspekt, den man nicht ausklammern kann. Und das Bewusstsein, dass es irgendwo Menschen gibt, die Juden nicht mögen, die Juden nicht kennen oder Vorurteile über sie besitzen, ist sehr groß. In meinem Alltag ist es so, dass wenn ich mit meinen Freunden zum Beispiel im öffentlichen Raum über jüdische Themen spreche, ich mich auf jeden Fall umschaue oder leiser spreche und dass ich an manchen Orten vielleicht mich auch nicht wohl fühle.
einen Davidstern zu tragen. Ich weiß, dass Freunde von mir, die auch gläubige orthodoxe Juden sind, auch in Deutschland eher mit einer Käppi rumlaufen, um nicht die Kippa sichtbar zu zeigen. Und ja, dann der Aspekt von Schülern, die leider auch sehr häufig von Antisemitismus betroffen sind, ist auf jeden Fall mit ein großes Problem und auch der Grund unter anderem, warum ich mich für ja, jüdisches Leben und gegen Antisemitismus einsetze, weil ich ehrlich gesagt nicht will, dass, dass meine Kinder irgendwann damit konfrontiert werden. Wir machen vielleicht trotzdem einen relativ knackigen Ritt durch die Form des Antisemitismus. Ich werde auf alle gleich auch nochmal detaillierter eingehen, aber das ist zum Beispiel die Kategorisierung, die auch die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus verwendet. Häufig steht die Frage im Raum, was ist denn Antisemitismus, was darf man denn überhaupt noch sagen, was darf man nicht sagen? Es kommt ja dieser vermeintliche Vorwurf, der also die Meinungsfreiheit wird hier sozusagen verboten. Und da gab es die internationale Holocaust, wie heißt sie, Good Remembrance Alliance, auf Deutsch bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wie der korrekte Name ist. Und die haben gesagt, man braucht eine Definition von Antisemitismus, damit man versteht, was es überhaupt ist, was ist der Gegenstand hier. Und das ist sozusagen diese Definition, die dann geschaffen wurde. Sehr viele europäische Staaten haben sie adaptiert, auch die Bundesregierung hat sie angenommen, die jetzige hat sie auch im Koalitionsvertrag verschriftlicht, beziehungsweise ein Bekenntnis dazu verschriftlicht. Die Vereinten Nationen arbeiten mit dieser Definition, die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und so weiter und so fort. Das ist wichtig und will ich Ihnen gerne mitgeben, weil, wie gesagt, häufig eben dieser Vorwurf im Raum steht, was darf man denn überhaupt noch sagen? Der Antijudaismus findet seinen Ursprung tatsächlich in der Christenlehre und zwar unter anderem mit Martin Luther, der sehr viele gute Dinge fürs Christentum getan hat, leider nicht so viele gute für die Juden. Zum Beispiel hat er die sogenannten Judenschriften formuliert. Hier ist ein kleiner Ausschnitt davon. Sie können sich das gerne zu Gemüte führen. Genau, und dieser religiös begründete Antisemitismus, den nennt man Antijudaismus, den gibt es auch in anderen Religionen. Und hier geht es eben vor allen Dingen auch darum, die Juden verantwortlich zu machen als, oder als Teufelsanbeter auch darzustellen und ihn, also jetzt im christlichen Antijudaismus vorzuwerfen, dass sie den, also Jesus nicht als, als den Heiland sozusagen anerkannt haben und sie würden der Menschheit schaden und übrigens, im Nationalsozialismus hat Luther ein richtiges Revival erlebt und wurde da auch sehr hoch gepriesen. Genau, hier sehen wir ein paar Bilder, die man dem israelbezogenen Antisemitismus zuordnen würde. Und zwar ist, kann man israelbezogenen Antisemitismus an der sogenannten 3D-Regel messen. Das ist einerseits Delegitimierung, Dämonisierung und doppelte Standards. Delegitimierung ist das Absprechen des Existenzrechts des Staates Israel. Wenn man sagt, der Staat darf nicht existieren, hat keine Existenzberechtigung, das ist die Delegitimierung. Es ist ein illegitimer Staat. Die Dämonisierung ist zum Beispiel das hier, dass man Israel mit den Nazis vergleicht. Ja? Oder dass man sagt, das, was ihr Juden in der Shoah erlebt habt, genau dasselbe macht ihr jetzt auch mit den Palästinensern. Das ist eine Art von Dämonisierung. Und doppelte Standards ist beispielsweise, dass es in der UN fünfmal so viele Resolutionen zur Verurteilung Israels gibt,
aber keine einzige zur Verurteilung von Russland, von China, vom Iran und so weiter und so fort. Also dass man sagt, dass sozusagen das gesamte Augenmerk auf Israel gelegt wird und man bei anderen Verbrechen, Menschheitsverbrechen nicht einmal hinsieht. Genau. Das ist hier nochmal sozusagen, wie man israelbezogenen Antisemitismus erkennen kann oder was man sagen kann und was nicht. Wie gesagt, natürlich kann man die Regierung Israels kritisieren. Das darf man überall bei allen anderen demokratischen Staaten, darf man das auch machen oder auch nicht demokratischen. Genau. Aber das Existenzrecht abzusprechen, das ist nicht okay. Können Sie dazu Ja, können Sie dazu nochmal drei Worte mehr sagen? Ja. Ich finde das tatsächlich nicht so einfach, ja? Sehr wichtig und wüsste halt jetzt auch nie, wie erkenne ich es und wie gehe ich dagegen vor. Also gerade jetzt in den Corona-Zeiten war das ja auch ein Thema. Ja, also wie erkennt man es? Naja, also wenn. Also wie gesagt, also diese 3D-Geschichten, ja, dass man zum Beispiel sagt, Israel ist ein Apartheidstaat. Israel hat kein Recht zu existieren. Das, was ihr da unten macht, ist genau dasselbe, wie euch angetan wurde. Das war ja das Beispiel, was ich schon genannt habe. Auch übrigens, dass man Juden in Deutschland verantwortlich macht für Entscheidungen der israelischen Regierung. So, was ich vorhin gesagt habe, ich bin deutsche Staatsbürgerin. Was habe ich denn bitte für einen Einfluss auf die israelische Regierung? Sind überhaupt keine. Oder dass man grundsätzlich Israel als Übel in der Welt darstellt. Hier zum Beispiel ist ja dieses eine Bild, wo statt dem Davidstern diese Parasit drauf gemalt worden ist, was ja auch sozusagen eine Verknüpfung darstellt, dass Juden irgendwie Parasiten sind und so. Also das sind Beispiele dafür. Und was kann ich, oder wie gehe ich dann dagegen vor? Was ist da, also ist dann einfach nur, dass ich sage, hier, es wirkt für mich jetzt antisemitisch, bitte äußern das nicht? Naja, also man kann halt fragen, was willst du denn damit sagen? Was ist deine Absicht oder warum glaubst du das? Und vor allen Dingen, glaube ich, bei diesem israelisch-palästinensischen Konflikt ist es eben wichtig, Fakten zu kennen. Ja, also das ist ja eine sehr oberflächliche Diskussion. Ah, Apartheid, nein, ja. Es ist viel wichtiger, in die Geschichte zu schauen, in die Entwicklung, zu wissen sozusagen, was heute passiert, wer, dass Menschen gleiche Rechte haben, dass zum Beispiel in Gaza ein Supermodel nicht so rumlaufen könnte, wie sie in Europa rumläuft und gleichzeitig engagiert sie sich trotzdem für irgendwie, ich weiß nicht, legitimiert Hamas oder sowas. Ja, also die Fakten und das Wissen, das muss halt da sein und das ist sozusagen jetzt auch nur ein Impuls, sich gerne auch mehr damit auseinanderzusetzen, weil ich glaube, das wäre eigentlich eine ganze Vorlesung für ein Semester, da tief einzusteigen. Aber also ich oder mein größtes Problem mit der ganzen Debatte ist eben, dass es super oberflächlich geführt wird und man irgendwo was aufschnappt. Also auch die Sachen, die ich Ihnen jetzt erzähle, das ist natürlich meine Meinung. Aber ich ermutige Sie, gerne weiter zu lesen dazu und sich zu informieren. Die ganze Frage ist ja ein einziges Pulverfass. Weil nur wenige Menschen sich so tiefgründig befassen können, dann wirklich ihr Urteil erlauben zu können. Ja, das ist richtig. Gibt es dann ein Podium, ein Forum, eine Möglichkeit, diese Fragen zu diskutieren? Das ist öffentlich unverurteilt, zumindest wenn es im Rahmen nicht außerhalb des Antisemitismus, fernab davon, sich damit auseinandersetzt. Ich habe das Gefühl, dass es eine sehr aufgeladene Diskussion auch ist. Oder? Ja, und es ist halt sehr leicht, dann auch das wieder in die eine oder andere Richtung zu schieben. Ja. Beiderseitig. Ja. Aber, oh, ich sehe, wir sind wahnsinnig über der Zeit. Ja. Ungefähr drei oder vier Bilder zurück.
suche dir einen Lehrer. Ach so. Ja. Suche dir einen Lehrer. Zum Zweiten, Aufklärung ist der Ausgangspunkt der Schuld der Unmündigkeit. Also mit Kant zu argumentieren, wenn ich beim Ersatz von Adjektiven oder auch von Substantiven das Gefühl hätte, beleidigt zu werden, wenn mir das jemand sagt, also wenn statt Israeli oder Jude Deutschland steht oder Hesse steht oder irgendwas in dem Stil und ich würde mich dann beleidigt fühlen, dann ist es ein gutes Indiz dafür, dass sich jemand, der sich als Jüdin oder Jude versteht, an der Stelle eben auch beleidigt fühlen kann oder sogar beleidigt fühlen wird. Das Ansprechen ist die individuelle Sofortmaßnahme. Da muss man auch schauen, ob die Gelegenheit zum Ansprechen jetzt günstig ist. Also Freitag, 3:30 nachts auf dem Obermarkt, wenn da so ein Schrank voransteht, ist das keine gute Gelegenheit an Diskussionsbeginn, würde ich eher lassen. Wenn es direkt vor der Polizeiwache ist, würde ich sagen, okay, können wir eventuell anfangen. Aber auch da muss man, also das andere ist aber, wenn Sie nochmal das Bild von der Demo zeigen, da ist einfach der deutsche Rechtsstaat gefordert, weil das kann schlicht und ergreifend nicht sein, dass irgendjemand mit so einem Plakat hier durch Deutschland oder ein anderes Land hindurchläuft. Ja, das ist, also das tut mir leid, da muss Bewusstseinsschärfung bei den Sicherheitskräften erfordern, eintreten, die Leute sind einzukassieren und der Mensch ist wegen Volksverhetzung anzuzeigen. Und die Staatsanwaltschaft ist gefordert, das auch mit aller Konsequenz durchzusetzen. Ja. Ich bin nämlich nicht der Auffassung, also was ich eigentlich gar nicht so mag, ist, was kann man denn überhaupt noch sagen? Sie können ja alles sagen. Ja. Sie müssen sich nur daran gewöhnen, dass sie auch das, was sie sagen, zur Verantwortung gezogen werden. Ja. Das ist der Punkt. Ja? Genau. Und deshalb zum Beispiel würde die Gesellschaft deutlich friedlicher werden, wenn im Internet ganz allgemein jeder seinen Klarnamen nennt. Das ist ein Beispiel, genau. Ja. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man so gegen Antisemitismus kämpft. Da kommen wir auch gleich noch zu. Okay. Vielen Dank. Aber ja, also ich verstehe so den Wunsch, auch mal drüber offen so diskutieren zu können über das ganze Thema. Es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Seminaren, die es auch online gibt, wo man sich einfach mal einklinken kann und einfach mal so der Debatte lauschen kann. Ich denke immer, dass ich finde es gut, wenn man Meinungsdiskurs und Austausch hat, aber ich finde, da muss halt eine Wissensbasis für da sein. Also es bringt nichts, darüber zu diskutieren, wenn man keine Ahnung davon hat. Und es ist einfach ein sehr, sehr komplexes Themengebilde, was einfach mit super vielen Informationen auch verbunden ist, die an der Stelle auch da sein müssen. Genau, ich versuche jetzt mal noch ein bisschen langsam zum Abschluss zu kommen. Genau, es gibt noch diese sogenannte Organisation Boycott, Divestment and Sanctions. Übrigens, als sie gegründet worden ist, wurden auf diesem Kongress die Protokolle der Weisen von Zion verteilt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, aber das ist eine antisemitische Hetzschrift, die von, aus dem Zarenreich stammt, die, ne? Genau, eine Empfehlung des zaristischen Geheimdienstes, ja. Die allmöglichen Genau, also dort wird quasi gesagt, dass die Juden eine Weltverschwörung planen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und die Gründer von BDS haben eben diese Lektüre zur Grundlage gewählt für die Schaffung dieser Organisation. Und es gibt leider überall auf der Welt Vertreter von diesem Boycott, Divestment and Sanctions, von dieser Bewegung, die versuchen, Israel eben zu delegitimieren, zu dämonisieren und das Existenzrecht abzusprechen und vor allem dann halt an häufiger Stelle zu sagen, dass Israel ein Apartheidstaat sei. Damit hatten wir auch an Unis zu kämpfen und haben das nach wie vor leider an mancher Stelle, aber häufig sind wir da trotzdem erfolgreich. Beim rechten und linken Antisemitismus ist interessant, dass sich häufig die Narrative ähneln.
Also was man jetzt zum Beispiel im linken Antisemitismus stark findet, und das hat man übrigens auch in der DDR gesehen, ist so eine, ein Vorwurf des sogenannten Weltfinanzjudentums. Also auch Monopolkapitalisten wurde von den Führungsleuten in der DDR häufig mal verwendet, der Begriff. Das ist sozusagen die Erzählung davon, dass Juden die Strippen ziehen und dass sie die Macht in den Händen halten und eigentlich die Menschheit in ihre Abhängigkeit treiben wollen. Häufig hängt das auch mit Kapitalismuskritik zusammen, weil man dann an der Stelle sagt, ja, die Kapitalisten haben nicht nur den Sozialismus erschaffen, sondern auch den Kapitalismus und sind schuld eben an allen Problemen, die damit zusammenhängen. Beim rechten Antisemitismus ist, glaube ich, besonders wichtig zu erwähnen, dass es nicht nur Menschen sind, die mit Glatze und Springerstiefeln rumlaufen, so wie man sozusagen so einen Neonazi sich bildlich vorstellt, sondern dass heute insbesondere im Netz sie ganz häufig ein neues Auftreten haben und irgendwie total hip und modern rüberkommen. Sehr häufig sind auch Frauen, rechte Influencerinnen, die dann auch antisemitische Hetze verbreiten. Und es gibt diese Codes, die häufig verwendet werden. Also 88 kennen Sie wahrscheinlich oder sagt Ihnen bestimmt was, was das bedeuten soll. Und genau, diese Codes übrigens von Eliten und die Zionisten und die Rothschilds, das sind auch Codes, die in der linken Antisemitismus-Szene häufig verwendet werden. Hier habe ich drei Beispiele für antisemitische Verschwörungserzählungen. Wir haben leider nicht, eigentlich keine Zeit mehr, die noch genau anzuschauen, aber ich kann es trotzdem kurz erklären, worum es hier geht. Bei diesem Herrn, der auf einem Geldsack sitzt, geht es eben um diese Verschwörungserzählung des Finanzjudentums. Diese Erzählung kommt auch aus dem Mittelalter, weil damals Juden eben nicht gestattet war, bestimmte Berufe auszuüben, und das Einzige, was sie tun durften, war eben das Zinsgeschäft. Und das war sozusagen die einzige Möglichkeit, einen Job wirklich zu haben. Und weil Christen keine Zinsen nehmen durften von der Kirche und Juden eben schon, hat man dann Juden auch als Wucherer bezeichnet und ihnen vorgeworfen, sie würden sich bereichern wollen an anderen Menschen. Und da kommt eben diese Verschwörungserzählung des geizigen Juden auch her und dieses ganze, die Verbindung von Judentum und Geld und so weiter, was überhaupt in keiner Relation steht, das kommt eben daher. Übrigens, heute in Deutschland sind sehr, sehr viele, also über 50% der Senioren von Altersarmut betroffen. Also die reichen Juden, das ist Fake News, wenn ich das so sagen darf. Hier in der Mitte, hier geht es eben auch um diese Erzählung von die Juden möchten sich die Welt an sich reißen und sozusagen auch zum Ausbluten bringen, koste es, was es wolle. Und hier ganz links ist eben die Verschwörungserzählung, die es übrigens auch ganz häufig auf den Corona-Demos gab, dass Juden die Medien kontrollieren würden und dass sie Informationen streuen, die bewusst bei den Menschen ankommen sollen, und auch dieses Bild der Krake, die Tentakel und so weiter, das ist ein ganz häufiges Motiv. Und das sind alles Lügen und Verschwörungserzählungen antisemitischer Art. Es sollten jetzt die Gesichter, die da waren, irgendwelche real existierenden Personen? Ja. Ja, also das ganz links mit Facebook und WhatsApp, das soll Mark Zuckerberg sein, der auch Jude ist und der sozusagen Facebook auch gegründet hat. Und in der Mitte, das soll Churchill sein, was interessant ist. Churchill, der kein Jude war, nein, aber das zeigt eben auch, dass auch Nicht-Juden von Antisemitismus betroffen sein können, wenn man ihnen antisemitische Charaktereigenschaften zuschreibt. Also beziehungsweise es werden Charaktereigenschaften, die vermeintlich jüdisch sind, als Antisemitismus sozusagen verwendet. Und der Rechts ist einfach ein Mensch. Also das ist keine bestimmte Person, keine historische Person. Genau,
Also islamistischer Antisemitismus, da geht es nicht per se darum, den Islam als antisemitische Religion zu verurteilen, weil das stimmt nicht, das ist falsch. Es gibt allerdings im Frühislam, das hat auch der Antisemitismusbeauftragte Berlins in vielen Schriften auch konkreter nochmal analysiert, wenn Sie das interessiert Professor Samuel Salzborn, da können Sie das gerne auch nochmal nachlesen. Antijudaismus eben im Frühislam als Thema. Genau, jetzt sozusagen die Proteste, die wir vielerorts gesehen haben, hängt häufig auch eben mit diesen Bildern von Juden zusammen, die häufig an der Stelle weiter projiziert werden. Genau. Das sind so ein paar Forderungen, die die Jüdische Studierendenunion zum Beispiel hat, um gegen Antisemitismus zu kämpfen. Wir sind auch im Austausch mit der Antisemitismusbeauftragten der Europäischen Kommission, mit Frau Schnurbein, die hat das auch alles sehr gut auf dem Schirm, und wir sind da optimistisch, dass es sozusagen auf institutioneller und auf Länderebene angenommen wird und dass man da versucht, was zu tun. Allerdings muss das auch in die nationale Strategie einfließen. Auch hier arbeiten wir mit dem Beauftragten gegen Antisemitismus im Bund, Dr. Felix Klein, zusammen. Es ist allerdings trotzdem so, dass nicht genug gegen Antisemitismus getan wird. Und das Sicherheitsgefühl, was ich vorhin beschrieben habe, ist leider Realität. Aber man kann vieles tun. Und deswegen engagieren wir uns auch an vieler Stelle, sei es in der Erinnerungsarbeit oder in der Bildungspolitik oder bei konkret Hass im Netz. Sie hatten ja vorhin auch schon was vorgeschlagen zu dem Thema. Und grundsätzlich aber auch weiter aufzuklären und Jüdinnen und Juden kennenzulernen, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, auch in Austausch zu treten, Fragen zu stellen. All das gehört eben auch dazu, vor allen Dingen auf eben persönlicher, zwischenmenschlicher Ebene. So, zum Schluss, Herkunft und jüdische Identität heute. Im Judentum sagt man, wir leben im Galut, in der sogenannten jüdischen Diaspora. Und das bringt sehr, sehr viele Chancen und Möglichkeiten mit sich, aber eben auch Herausforderungen. Und sehr viele jüdische Gelehrte jüdische Denker sagen auch, dass Antisemitismus leider ein Virus ist, wo es keine Impfung gegen geben wird. Allerdings ist eben der Kampf gegen Antisemitismus nicht die Verantwortung von Jüdinnen und Juden, sondern von der Gesamtgesellschaft und von jeder einzelnen Person, weil Antisemiten haben nicht nur ein Problem mit Juden, sondern sie haben auch ein Problem mit unserem Zusammenleben und mit unserer Gesellschaftsordnung. Deswegen betrifft es eben uns alle, da aktiv zu werden. Oh, das war die falsche Präsentation. Aber es ist so schlimm. Weil ich wollte ja eigentlich noch ein schönes Schluss. Ich hatte nicht drauf. Oh, okay. Ist nicht so schlimm. Dann kommen wir trotzdem nochmal zurück zu einem schönen Ausblick. Und zwar zur Eurovision. damit habe ich begonnen und damit wollte ich eigentlich auch schließen. Und zwar: Die Eurovision gibt Jüdinnen und Juden jedes Jahr sehr viel Hoffnung und Kraft, an ihrer jüdischen Identität festzuhalten. Jüdisches Leben in Deutschland ist super vielfältig. Es gibt nicht nur Orthodoxe oder Liberale, es gibt total viele auch unterschiedliche Kulturen, auch innerhalb des Judentums unterschiedliche Ethnien. Meine Generation ist eine Generation, die lernt mittlerweile selbstbewusst mit der jüdischen Identität umzugehen. Meine Eltern, auch dadurch, dass sie eben aus der Sowjetunion kommen, sind eher noch in einer Denkweise, dass man seine Identität, seine jüdische, vielleicht lieber verstecken soll. Man muss nicht drüber reden und das ist so nicht so auffällig und nicht so weit damit rausgehen. Und auch durch so, ich glaube, viele Emanzipationsbewegungen, die es ja auch heute gibt, wieder den Aspekt der Widerständigkeit und des Selbstbewusstseins in den Vordergrund zu stellen. Das ist ein großes, großes Anliegen von mir, von uns und eben vor allen Dingen meiner Generation, auch vielleicht stolz zu sein auf viele
ja, Errungenschaften und vieles, was die jüdische Tradition mit sich bringt und was man, wo man auch eine Verantwortung sieht, selbst seinen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Und diese Verantwortung spüre ich zum Beispiel selbst auch. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall. Tut mir leid, dass es so lange war. Aber vielen Dank, dass Sie so aktiv dabei waren. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Dankeschön.